Und mit John Lagic, wir stehen hier in Stockholm Arena. Letzten Samstag haben wir hier verloren, 2-4 gegen Wiel. Es hat ein bisschen Unzufriedenheit gegeben bei den Fans. Auch die aus Mannschaft sind sehr enttäuscht und nicht zufrieden mit der Leistung. Was hat die meisten enttäuscht am Samstag? Ja, es ist natürlich die ungenügende Leistung, die wir haben abgerufen haben. Und natürlich auch, dass man ja, dass bei diesen Wetterbedingungen es war sehr kalt war und gleich noch über 2000 Leute im Stadion. Und wir ihnen eigentlich nicht das bieten konnten, was wir vorhatten. Mhm. Hast du das Gefühl, es war so ein bisschen ein Weckruf? Hat das so ein bisschen, ja, quasi eine Reaktion jetzt ausgelöst? Definitiv. Also wenn ich jetzt anschaue, wir sind am nächsten Tag aus Mannschaft zusammengehockt, jeder hat sich seine Gedanken können machen. Da haben wir einen Austausch gehabt und da haben wir einzelne Sachen herausheben können, die wir wollen und auch müssen verbessern. Für die Fans ist es ein bisschen gemein, die müssen auch eine Woche warten, bis sie eben sehen, dass eine Reaktion passiert. Ihr als Mannschaft habt den Vorteil, ihr könnt schon am Sonntag nachher, also am nächsten Tag, zusammenhocken, das Ganze anschauen. Hast du das Gefühl, eben so Niederlagen wie, oder wie so ein Spiel wie der Wiel-Match, schweisst das zusammen? Definitiv. Also der Mannschaftszusammenhalt, man hat es eigentlich schon nach dem Gespräch gemerkt, auch in den kommenden Trainings, dass es sehr wichtig für uns war, dass wir so Sachen ansprechen konnten. Ich bin überzeugt, dass es uns zusammengeschweißt als Mannschaft. Und davon wollen wir natürlich lernen. Jetzt kommt der nächste Match. Wir haben gegen Neuchâtel Xamax auswärts. Wie weit ihr dort auf dem Platz? Eben, versprechen könnt ihr ja nichts. Oder? Es ist immer noch Sport. Aber wie weit ihr dort vielleicht auf dem Platz? Was versprecht ihr für eine Leistung oder für eine Einstellung? Ja, wir wollen alle mit maximalem Selbstbewusstsein auftreten. Freude haben, ist sehr wichtig. Und Konzentration. Vielleicht noch zum Abschluss, du hast es vorhin angesprochen, 2000 Fans sind gleichwohl hier gewesen. Sie haben zwar eben, man hat es gemerkt, Unmut ist da gewesen und gleichwohl, am Schluss ist eben der Slogan gekommen, Kämpfer tun ihr Kämpfen, ihr habt mitgemacht. Wie wichtig ist so eine Aktion nach eben einem schwierigen Match? Ja, sehr wichtig. Man hat es auch gemerkt, dass sie uns über 90 Minuten angeführt, unabhängig vom Resultat. Und es ist schon verständlich, dass sie, ja, sie die gleichen Emotionen wie bei uns, dass sie auch ein bisschen hässig auf uns waren dort. Aber dass sie in diesem Moment können positiv bleiben und uns nochmal anführen, uns Energie geben, das ist unersetzbar.